Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem kleinen Video eine Einführung in die Vorschleife in der Programmiersprache Python geben. Und wir fangen vielleicht mal an mit einer ganz kleinen, ganz einfachen Schleife, die man aufbauen kann. Wir hatten ja auch schon die While-Schleife kennengelernt und die Vorschleife ist jetzt etwas anders. Da gibt man im Schleifenkopf schon den Bereich vor, in dem man über eine bestimmte Liste oder einen bestimmten Abschnitt von Zahlen gehen möchte. Und dieses Gehen über einen bestimmten Abschnitt von einem Zahlenbereich können wir machen, indem wir beispielsweise aufschreiben for i in range. Da wird ein Bereich angegeben. Und dieser Bereich, den geben wir an mit einem Startwert und einem Endwert. Und dann laufen wir über diese Werte. Das Besondere ist bei diesem Endwert, dass dieser Endwert nicht mit einbezogen wird in diesen Bereich. Also wir laufen dann sozusagen nur von 1 bis 9, bei 10 wird angehalten und 10 wird nicht mehr in der Ausführung einbezogen. Und dann schreiben wir in der nächsten Zeile etwas auf, was wir innerhalb jedes Schleifendurchlaufs mit der Zahl i machen möchten. Und da können wir im einfachsten Fall eine Ausgabe machen. Wir geben einfach nur aus, wie der aktuelle Wert von i ist. Und am Ende möchten wir eine Ausgabe machen, dass wir am Ende angelangt sind. Das ist dann einfach die Markierung, dass das Programm zu Ende ist. Wir führen das Programm aus und wir sehen hier im unteren Bereich der Ausgabe Kommandozeile, dass wir beginnen mit der 1, 2, 3 und so weiter. Es geht bis zur 9 und dann ist die Schleife zu Ende. Es wird Ende ausgegeben und die 10 wird dann nicht mehr einbezogen in diesen Bereich. Diese Schleife macht jetzt erstmal noch nicht viel, außer dieser Ausgabe von i. Und jetzt können wir noch ein paar Rechnungen beispielsweise hinzufügen. Das könnte vielleicht eine Summation aller i's sein, die hier in der Schleife durchlaufen werden. Und für die Summation fügen wir zunächst mal eine Variable Summe hinzu und initialisieren die mit 0, dass wir am Anfang sozusagen nichts drin haben. Und wir lassen uns bei der Ausgabe auch noch genau sagen, welche Variable das ist, die wir hier ausgeben. Dafür schreiben wir also hier dieses i ist gleich auf. Anschließend führen wir die Summation durch. Summe ist gleich Summe plus i. Wir zählen also das jeweilige i zu dem, was in Summe bisher aufgelaufen ist, hinzu. Und dann geben wir einfach noch die Variable Summe aus, markieren wieder, dass es sich hier um die Summe handelt. Und dann sei die Schleife damit beendet und es geht zum nächsten Schleifendurchlauf. Und das können wir ausführen und uns in der Kommandozeile anschauen, wie das dann aussieht. Im ersten Schleifendurchlauf haben wir i mit 1 belegt und dann ist die Summe zunächst mal 0, aber bei der Addition wird dann das i hinzugezählt zu der 0 und damit ergibt sich für die Summe die 1. Und das ist auch die Ausgabe in Zeile 6, die wir damit erzeugen im ersten Schleifendurchlauf. Dann gehen wir zum zweiten Schleifendurchlauf. Im zweiten Schleifendurchlauf haben wir i mit 2 belegt und Summe, haben wir uns gemerkt, ist noch die 1. Dann führen wir aus die Zeile 5, Summe gleich Summe plus i, also 2 als bisherige Summe und dann das 1 als Wert von i und 2 plus 1 ist 3. Dementsprechend wird hier bei Summe der Wert 3 entstehen. Dann haben wir den Schleifendurchlauf mit i gleich 3, den nächsten Schleifendurchlauf, würden dann 3 bisherige Summe plus 3 i rechnen und das resultiert in der 6 hier an dieser Stelle. Das führen wir fort, bis wir beim letzten Schleifendurchlauf sind. Letzter Schleifendurchlauf, vorhin hatten wir es gesehen, für i gleich 9. Und dann ist das die 36, die bis dahin aufgelaufen ist, plus die 9 ergibt die 45. Und damit haben wir hier die Summe von 45 für die Zahlen von 1 bis 9. Am Ende geben wir das Ende aus und damit ist das Programm beendet. Soviel also zu einer kleinen Schleife, in der wir rechnen. In einer Vorschleife über einen bestimmten Bereich haben wir uns Zahlen erzeugt und diese nutzen wir dann für das Durchlaufen mit der Vorschleife.
Und jetzt können wir natürlich nicht nur mit einem Zahlenbereich rechnen, sondern wir können auch mit einer Ansammlung von verschiedenen Werten innerhalb der Schleife umgehen. Und das können wir auch wieder mit einer Vorschleife machen. Und dafür brauchen wir jetzt aber keine Summe, sondern wir legen uns mal eine Liste an. Eine Liste von Zeichenketten, die Früchte beschreiben. Und das können wir beispielsweise so machen, dass wir ein paar Fruchtnamen hier in diese Liste legen. Und mit diesen Zeichenketten möchten wir dann etwas anstellen. Und dann müssen wir in der Vorschleife das etwas anbettern. Wir haben jetzt nicht mehr diesen Bereich, den wir durchlaufen möchten, sondern wir gehen jetzt durch diese Liste von Früchten. Und zweckmäßigerweise bezeichnen wir das jetzt hier nicht mit I, sondern mit Frucht. Wir haben dann also eine Frucht in der Hand, sozusagen eine Zeichenkette einer Frucht in der Hand, die wir dann in dem jeweiligen Schleifendurchlauf bearbeiten. Und das Einfachste, was jetzt hier passieren kann, ist das Ausgeben dieser Zeichenkette. Und dazu geben wir wieder hier diesen kleinen Kommentar ein und führen dann unsere Variable Frucht auf. Und das können wir jetzt mal ausführen, um zu sehen, was passiert. Wir sehen hier im unteren Bereich der Kommandozeile, dass wir jetzt unsere Liste von Früchten ausgeben. Im ersten Durchlauf greifen wir uns die Zeichenkette Apfel und geben dann aus, Frucht ist gleich Apfel, im zweiten Durchlauf Birne, im dritten Durchlauf Pflaume und dann sind wir am Ende angelangt. Und man sieht damit, dass man eben nicht nur Bereiche von Zahlen durchlaufen kann, sondern auch Listen durchlaufen kann und dort sich die einzelnen Elemente greifen kann, um mit den Elementen etwas anzustellen. Hier in dem einfachen Beispiel eine Ausgabe des jeweiligen Elementes, was dran ist mit der Bearbeitung in der Vorschleife. Das soll es gewesen sein für die Vorschleife. Sie haben gesehen, man kann mit der Vorschleife einen Bereich definieren, durch den man laufen möchte. Und das ist etwas anders als die While-Schleife, die kopfgesteuert eine Bedingung prüft und dann, wenn die Bedingung nicht mehr zutrifft, abbricht. Bei der Vorschleife haben wir also von vornherein einen Bereich gegeben, den wir durchlaufen möchten.